und damit willkommen zum zweiten Teil unserer Rheingold-Fahrt. Wir haben jetzt eine andere Lok, die was eigentlich vorgesehen ist, von den niederländischen Freunden. Da steht es ja eh, Stoomstiftig Nederland. Ja, ich finde den Ton nicht so geil, aber Hauptsache, ihr habt das jetzt mal gesehen. Und in dem Szenario werde ich mal ein bisschen weniger quatschen. Ich werde noch ab und zu mal was sagen, ansonsten die Fahrt mit euch genießen. Und ja, ich hoffe, das kommt halbwegs gut an. Im letzten Teil haben wir ja hier noch die Wasser gefasst. Und jetzt geht's weiter. Mal schauen. Ich bin erstmal draußen. Mal schauen, was das Spiel von uns will. Jetzt schon doof. Naja. Hier drin sieht es halt etwas sauberer aus. Aber ihr werdet es dann gleich sehen, wir haben hier das Standard-Rollgeräusch. Los geht's. Haben wir jetzt hier hinten. Da muss doch jetzt einer drin sitzen und mir sagen, wie weit ich fahren darf. Hoffe mal, es gibt hier wieder die geilen Ansagen wie beim ersten Teil. Da werde ich mich freuen. Die waren schon unterhaltsam. Also wir sollten jetzt schon da sein. Da ist sportlich damit noch reinfahren. Gemäß Fahrplan. Achtung, Zug wird bereitgestellt. Weg vom Bahnsteig. Bahnsteigkante besser gesagt. So, dann haben wir die Leute mal einsteigen. Der Vorteil, dass die Lok jetzt nicht ganz so laut ist, als wie die erste. Ey, was ist denn jetzt los? Jetzt gehen die Frames nach unten. Was ist da los? Wegen der Lok davon. Na, jetzt geht's wieder. Der Führer stand gerade noch mal testen. Okay. Widerstand. Feedback. Ist um. Triebwerksbeleuchtung ist an. Ja, ich bin immer noch Fan von der anderen Lok. Eine einzige Ansage. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Erst nach Frankfurt. Achtung, Zugteil in Trier, Hauptbahnhof, Mannheim, Luxemburg. Steht bei uns. Frankfurt und Neuwieder. Ciao. Mach kein Blödsinn vor uns. Ah, diese Trennzüge, die sind irgendwie echt nicht schön. Stadtmitte, Köln-Dellbrück, Wiesel.
Kaiserslautern Hauptbahnhof. Ich sag, mag das gerade nicht so mit die Frames. Um jetzt heißen zueinander braucht heute auch das weiße. Gleis 4. Ja, wir sind auf Gleis 4. Okay, ich denke mal, ich mache hier einen kleinen Cut bis zu dem Moment, wo es dann hier losgeht. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder da. In knapp einer Minute soll es fahrplanmäßig losgehen und zwar bis, zwar schon wieder vergessen, Mainz als erstes Zwischenziel und dann weiter nach Frankfurt. Also irgendwas hat es da mit den Frames, je nachdem wie ich da in die Richtung gucke. Ich hoffe, es wird gleich wieder besser, wenn wir hier, Entschuldigung, wenn wir hier draußen sind. So, 20 Sekunden. Doch erstmal nicht in den Führerstand. Er mag mich gerade nicht. Afrit Koblenz, HP0. Rangierfahrt frei. Rangierfahrt frei. Afahrt. Tun wille weder Badewehr laten lopen. Alles klar. Abfahrt. Hört sich schon, das ist so dieses Standard Dovetail Games Steam Geräusch. Dazu. Ja, sind wir knapp eine Stunde unterwegs bis nach Mainz. Kilometer. Dann heißt es gerade wieder Maximum Schmackes. Frei, frei. Okay, ab jetzt werde ich mich erstmal muten. Und wenn was Interessantes passiert, werde ich mit euch quatschen und mit euch die Fahrt genießen. Also, bis gleich.
sind nun hoffentlich wieder alle Reisenden im Zug. Und ich denke mal, dass jeder seinen Nachbarn und auch sein Gegenüber wieder erkennt. Ich hoffe, dass Ihnen unser kleiner Ausflug zum Fest der Ehrenbreitstein und zum Deutschen Eck gefallen hat und dass Sie gut zu Mittag gegessen haben. Unser nächster kurzer Halt von wenigen Minuten ist dann gegen 14.55 Uhr Mainz Hauptbahnhof. Dort haben wir nur einen kurzen technischen Halt. Bitte steigen Sie deshalb auch nicht aus. Das Ziel unserer heutigen Etappe ist Frankfurt am Main. Unser Hotel erreichen wir mit bereitstehenden Bussen. Ich bitte Sie zu beachten, dass für jeden Waggon hier aus dem Rheingold-Zug bzw. für die Fahrgäste eines jeden Waggons ein Bus bereitsteht. Die Busse sind entsprechend beschriftet. Um 19 Uhr heute Abend beginnt unser mehrgängiges Gala-Dinner. In Ihrem Reisepreis sind alle Speisen, Mineralwasser sowie ein Gläschen Sekt und oder Orangensaft zum Empfang enthalten. Die Tischgetränke zahlen Sie bitte aus Ihrer eigenen Tasche. Die exzellente Hotelküche wird heute Abend das letzte Menü der Titanic für uns servieren. Nicht, dass Sie glauben, dies wäre unsere letzte Fahrt. Es soll nur dokumentieren, dass wir hier in unserem Rheingoldzug genauso exquisit sind wie auf der Titanic. Nach unserem Halt in Mainz werde ich Sie noch mit diesem Menü bekannt machen. So, und nun genießen Sie die Fahrt entlang des Welterbes Mittelrhein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine gute Reise. Okay, Leute, ganz ehrlich. Also zuerst mal, coole Sache, das mit der Titanic. Aber ich glaube, ich tue die Lok austauschen. Ich kann mir den Sound von der Lok nicht für eine ganze Stunde geben. Nee. Also, ich hoffe, es ist okay für euch. Also ich tausche mal die Magic Railroads Lok, die hat einfach viel den geileren Sound. Also, ich werde hier meinen Schnitt machen und werde dann genau hier wieder reinschneiden, wenn ich mit der anderen Lok unterwegs bin. Also, bis gleich. So, liebe Eisenbahnfreunde, ich habe die Lok ausgetauscht und bin an der gleichen Stelle wie vorher. Ja, was sitzt wegen dem Menü nicht? Und ja, wir sind wieder mit der alten Lok unterwegs. Also, los geht's. Oh, das Ding ist wieder so arschlaut. Ich vergesse es, muss wieder weitermachen. Okay. Vom Ton her schaut es aber okay aus jetzt. Ja. Gut, dann werde ich erstmal zurücklehnen und genießen. Ich melde mich dann. Ja, Condensed Strike Incoming. Okay. Stund
Rapid-Weg mit 40 Kilometern. In Koblenz wird es groß. Oh, Gott sei Dank. Ja, das war's dann mit den Ads. Okay, wir hatten gerade ein HP3. Ah, jetzt ist alles wieder gut, oder was? Nee, 40. Ich hab's mir gedacht. So, das machen wir jetzt einen Gleiswechsel oder was? Resting? Generell 40 hier. Bin verwirrt. Da stimmt was nicht. Frei. Frei. Da stimmt wohl was bei der Komposition nicht. Da habe ich wohl Blödsinn gebaut. Das sei mal bitte zu entschuldigen und wir haben wieder frei. Ja, okay. Ja, was war denn jetzt die 40 gut? Aber ich glaube, das mit der Musik ist gar keine so doofe Idee. Werde ich vermutlich im Post-Edit hier reintun, aber nicht so Schlagermusik. Nee, das muss nicht sein. Okay, dann gehe ich mal wieder. Spektakel ist vorbei. Ah, klingt halt schon mega sexy, wenn die Dampflok da vorbei düst. Ah, nice.
wenn es eine Challenge ist, ich würde es wahnsinnig gern mal in so einem Speisewagen in der Bahn mal kochen. Weil das Platz ist begrenzt und man wird ganz schön durchgeschüttelt. Aber ich würde es gerne mal machen. Ich koche allgemein sehr gern, aber zu einem Rheingold mal? Warum nicht, ne? Warum verliere ich gerade so viel Druck? Okay. Bleiben wir mal so. Okay. Dann verdrücke ich mich auch schon wieder. Ich dachte, ich teile meine Gedanken. Total fette.
Also wenn man sich da mal so die Toleranz anschaut, da bleibt aber nicht sehr viel zur Wand. Eng, eng. Aber der Abschnitt ist gerade mit der Vegetation. An der linken Hand, Motumstrags der Loreleirotzen, wo zu sehen sein. Könnt ihr so sehen? Ja, ich verlof, dass ich so gesehen habe. Aber sie seien nicht echt deutlich erkennbar. Die Bauern von dieser Route haben sich nicht so viel Leute vergeben. Was jammer. Das ist so herrliche Besinnswahrlichkeit. Ich habe keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Aber ich glaube, ich ging um die Häuser hier. Und ab in den nächsten Tunnel. Das sieht ja nochmal cool aus, da mit der Triebwerksbeleuchtung. Ich glaube, das könnte auch McDonald's 1 zu 1 so bringen. Einfach nur groß. Und die Werbung. So, jetzt können wir da Gas geben hier.
Also genau das haben wir doch schon mal gesehen. Was ist mit dem Schiffen hier los? Nein, nein, nein. So, jetzt warten wir mal hier auf die Einfahrt. Mal schauen, wie das wäre. Man hört es auf alle Fälle schon. Ah, was ein Spektakel. Sexy. Und da heißt es mal wieder langsamer werden. Inrit Niederheimer, AP Train mit 50 Kilometer. Okay, 50, danke. Klärberg. Direkt nehmen wir einen Fluss hier. Unterbauen. Na gut, andererseits, man muss das ja hinklatschen, ne? Schöne Gegend, bis ich meinen Echt mal fahren. Ah, das mit dem Wasser ist ein bisschen meh, also hin und her switcht. Aber warum haben wir jetzt 50? Nochmal überholt. Vielleicht haben wir es wissen. Oh, das sieht wirklich nach Überholen aus. Okay. Nicht, dass es hier drin so dumpf ist. Also. Der Bahnsteig ist schon länger nicht mehr gepflegt worden. Und jetzt 18er. Bremse mal. Ich bremse mal komplett ein.
Au, Wheelskipping wollte ich jetzt nicht machen. Warte mal, das ist doch gar nicht unser Signal, oder? Wir dürfen fahren. Okay, das war jetzt gerade für nix. Okay, also wir haben hier einen Bauzug. Mit einem Wagen, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Moin, Kollege. Ich dachte, ich bremse mal. So direkt neben dir. Warum haben sie den nicht da nach rechts gemacht? Nee. Na gut, geh mal wieder back to speed. Sag mal, die lieben sich wirklich, ne? Einer ist ein paar Mal zusammen geduschen, ansonsten immer auf Tuchfühlung, die zwei. Nee, nee, nee. Was sag ich mit diesen Bänken hier immer wieder auf sich? Frag ich mir schon die ganze Zeit. Wasserschutz. Zum Abbremsen oder... Ah ja, okay, das ist die Anlegestelle. Ach jo, mehr weiß ich doch schon.
Warum machen wir jetzt aber mal 40? Okay, gibt's mal einen Bug. Ist schon wieder auf 90. Ach schon, was habe ich denn jetzt übersehen? Sehen. Ich mach's mal ein besseres Repaint. Wer fährst denn du? Bis dahin und dann. Ja, erstmal weiter, ne? Dreispurig hier. Und wieder der große Bild. Hey, erstmal alleine, ihr habt's geschafft. Ah, ich freue mich, dass du jetzt endlich mal alleine unterwegs bist. Ja, mit dem Repainten, ne? Das ist auch eine coole Ansicht. Oh, wie das rumhallert. Okay, gehen wir mal hier hin. Ich gehe mal davon aus, wir fahren da links. Dieses Donnern. Schon nice. Schon nice. Moin Leute, hier kommt gleich was ganz Tolles vorbei. Das Einzige, was ich noch nicht erlebt habe, so eine Schnellzugdampflok, die in Fullspeed vorbeidonnert an einen.
der Liebling von vielen. Ne, Vectron. Weiß. Ja, sorry dafür das Replacement. Vielleicht finde ich es mal raus, was das gewesen ist, aber da fehlt mir bei irgendwas die Textur. Ah, schade. Ach naja, gibt Schlimmeres. Unsere Lok funktioniert wenigstens. Und der Rest ist auch okay. Die Abstellung nutzen sie aber auch schon nicht mehr so. Doch die riesen Masten haben sie noch da. Sieht schon interessant aus. Wenn man so einen Mini-Haltepunkt. Ja, 10 Kilometer noch bis nach Mainz.
Und wir sind sogar... Meine Damen und Herren, wir halten in Kürze planmäßig in Mainz Hauptbahnhof. Bitte steigen Sie nicht aus. Unser Halt wird voraussichtlich nur 2 Minuten dauern. Dankeschön. Ja, er hat es gerade gesagt. Ich wollte gerade sagen, wir sind gleich in Mainz. Mal gucken, was wir da machen. Schauen wir kurz in unseren Fahrplan. Ja, in Mainz soll es erstmal enden. Und dann muss ich das andere Szenario starten, damit es dann da weitergeht. Bin schon gespannt auf den allerersten Lokwechsel auf unserer Strecke hier. Wird dann halt in Frankfurt passieren, ziemlich sicher. Das ist auch schon die erste Station, Mainz-Mombach, Plattform 1, und dann wird der Hauptbahnhof auch nicht mehr so weit sein. Und bis jetzt noch Alet Grün. Oh, da kommt die Ludmilla! Mal schauen, ob die Ludmilla dieses Mal einen Ton hat. Würde mich freuen. Aber wir sind lauter. So, gehen wir mal runter vom Gas hier. Die Ludmilla? Ja, die fährt. Also Begrüßungshupen machen. Villa in Gell. Yay, Ludmilla mit Sound. Aber nur kurz. Oh, gelb, was ist gelb für eine Lackierung gewesen? Ah, ich muss bremsen, merke ich gerade. Yes, I know. Und da ist auch schon der Hauptbahnhof. Oh, eine kleine Industrie hier noch. Oh, wir müssen runter. In Mainz, Happy Tray mit Dachte. Okay. Mainz mit Dachte. Da waren jetzt gerade irgendwie alle zwei Sachen an. Keine Ahnung. Oder ich wette, es kommt 40. Ich konnte es jetzt gerade echt nicht sagen vom Signal her. 80. Mainz Hauptbahnhof. Ist gut, hab's mitgekriegt. Die Fahrt 200, was machst denn du hier? Moinsen! Ich glaube, wir sollten mal langsam bremsen. Wobei, hat es doch ein Stück.
das noch? Was ist Vorfeld hier? Heute in Mainz. Happy New. Danke, Happy New. Ja, ich hab's gemerkt. Rotes Signal voraus. Geh schon runter. Moin. Aber wir sind ja richtig on time. Nice. Früh. Ja, und da wären wir in Mainz angekommen. Das ist unser Etappenziel erstmal. Weiter geht's bis nach Frankfurt mit der 01er. Und dann gibt es einen Lokwechsel. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, für mich war es ganz entspannend, mal nicht so viel zu quatschen, sondern ein bisschen einfach zu genießen und ab und zu mal was zu sagen. Müsst ihr sagen, ob das auch für euch so okay ist. Und ja, mal schauen, wie die Fahrt weitergeht und was da so an Ansagen ist. Kommt. Die Lok ist echt laut. Ich freue mich echt auf den Wechsel. Also, bis denn, dann wollen wir dann weiter nach Frankfurt fahren.